Jojo, naja, gerade den Frickel war gegen allen Jesus Bandits. Ich habe mir überlegt, ich mache heute mal immer nur ein Element. Also halt drei vom selben. Ne? Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich würde sagen, wir machen den da. Den da, weil der ist nämlich der einzige irgendwie interessante von den plus 3. Okay, dann starten wir mal mit Molong, Windpanda und Perna. Ist natürlich ja ziemlich doof, ne? Nachdem er alle drei verschiedenen halt hat. Was machen wir am besten? Am besten wäre eigentlich Feuer, würde ich sagen. Ich glaube, ich lasse das gleich wieder. Weil, wenn ich Wasser pick, wie soll ich Fang killen? Hm? Wenn ich nur Wind pick, kann ich eigentlich nur bruisern. Wegen Perna. War das wirklich eine gute Idee? Ich weiß ja jetzt schon gar nicht, was ich anfangen soll. Na gut, aber machen wir oben von mir das Wind, ist ja egal. Dann starten wir halt strong. Und nehmen den Panda. Ciara. Und dann nehmen wir halt Jessoon oder Hulz weg. Nehmen wir Hulz weg, ist ja eh egal, ne? Defense Lead, jo, warum nicht? Weil, also ich behindert mit. Weil Molong irgendwas snipen wird. Na, ist ja egal, okay. Super, und jetzt. Habe ich dann eigentlich wollte ich den Panda fast schon unten nehmen. Na gut. Was machen wir da unten? Holy shit, ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich es halt irgendwie auch bruisern. Dann kann ich irgendwas sowas machen. Wow, Triple. Zweimal Triple Wind. Ja. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht kriege ich ja zweimal Triple Feuer hin und zweimal Triple Wasser. Okay. Können wir fangen? Instant snipen. Yes, we can. Gut, dann das Ganze schon mal einiges einfacher. Natürlich, Pörner. Nice Fire Brock. Okay, ich weiß, ich hätte Ferner bomben sollen. Schauen wir mal, vielleicht wirklich nachher Wasser oder Feuer. Sicher mal lustig. Haha, Ferner. Okay.
Ich hoffe, dass keiner von denen auf Destroy ist. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, auf was ich gehen soll. Sicher alle mega tanky. Gott. Aber ja, oh ja, irgendwas. Nein, irgendwas ist wirklich auf Destroy. Ich vermute der Artemil, ne? Oh, natürlich schon. Du wirst halt im echten einen guten Defense Breaker mit Darion. Komm, Monkey. Oh, quitte doch, Junge. Defense Break schon wieder weg, aber. Display ist auch so nervig, dass man nicht resisten kann. Autsch. Bitte quitte nicht. Gut, Heal. Hätte ich irgendwas anstatt Ariel, nicht Ariel, Elytral nehmen können. Wobei Elytral vielleicht ja nicht so die schlechte Wahl ist, nachdem mein Monkey gleich am krepieren ist. Eine Kack-Artemel mal wieder, endlos Dante. Oh mein Gott, ja. So, Revive. Gegnerisches Destroy fängt auch schon langsam an. Zum eklig werden. Der wäre wirklich die beste Wahl, irgendwie. Wäre, glaube ich, schon fast besser, aber ich krieg so oder so nichts down. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Komm. Schauen wir, jetzt hier gleich Provoke oder irgendwas ready oder... Ja. Eh klar. True. Rest in peace. Ich glaube, ich hätte irgendwie mit Wasser gehen sollen, im Wooster und so. Schau dir die Procs an, hä? Wie oft hat mein Wind Paladin gestunt? Gar nicht. Würde mich wirklich wundern, wenn der Light Paladin nicht bald genervt wird. Einfach beinhart. Yes, draw. Der erste Skill gehört genervt. Und der dritte Skill gehört ein Cooldown rauf, eine Runde Cooldown rauf. Und kein, unter Anführungszeichen, Vioproc nach dem dritten Skill. Das würde ich machen. Ne Boom, hier lauter Odins. Machen wir den. Wo war er? Mit Rika. Rika. Bin ich behindert? Ja, hier. Okay, also. Unten machen wir halt
Was? Keine Ahnung. Nimm halt noch ein Verrat. Und ja, da oben. Fairy King. Fairy King. Irgendwie würde ich noch. Keine Ahnung, ist super mega risky und alles, aber wen interessiert's? Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Aha. Oh. Defense Break wenigstens. Ho, 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 ho. Stirb, danke. Gott, ich vermisse die Zeiten, wo Ciara irgendwas geone-shottet hat. Da wollte ich sagen, Pisame überlebt, aber macht nichts. Sehr gut. Leider ist meine Bef schnell, also zu langsam, so meine ich. Macht aber nichts. Machen wir den normalen Freeze. Sleep? Nein. Na gut, macht nix. Ja, Talbusa. So, ich vermute, irgendwas wird umgefallen. Da brauchst du wieder nicht raus, hey, schauen, ne? Okay, das war ja auch relativ easy. Ich finde diese ganzen Staun-Devs eigentlich nicht schwer oder so, ja. Das Ding ist halt einfach halt mega langweilig, weil ich halt jedes Mal Wusser oder irgendwie Immunity halt nehmen muss, ne? Und es ist halt immer dieselben Kombos halt, ne? Okay. Hätte man theoretisch noch Feuer. Mit Light and Dark glaube ich nicht, dass ich es irgendwie hinbekomme. Da überall schon. Oh Gott, ja. Egal, machen wir halt. Also wie gesagt, Feuer. Shit. Irgendwie hatte ich am ersten Team. Bulldozer Kali gedacht, aber auf jeden Fall halt irgendwie Defense Ignore oder Fire Twins oben. Ja. Fire Twins und Chloe und hoffen, dass Iris nicht strippt. Haha, der war gut, ne? Okay, und da unten Panda Armena und Theo. Da können wir mal Perna nehmen. Tja, weil ich so viele Feuermonster habe hier.
Habe ich an Garo gedacht, aber. Naja, mach mal, egal. Garo, warst du? Garo, Perna und Raccoonie. Kein Defense Break. Ein gegnerischer Theo. Und verkackte YouTube-Werbung. So, Iris, bitte nicht. Ja. Du wurdest genervt, du Kackvogel hier. Danke für den Viral Prop, ich wollte gerade schon wieder flamen. Aber was ist das mit Stunts, Junge? Oder Mädels? Na komm, prop nochmal, dass du mich ja stunst, hä? Kann ja nicht sein. Was geht eigentlich mit meinen Stunts, hä? Ach ja, ich hab vergessen, ne, der Overpower, der Resistance Leader, der auch genervt gehört. Wie kann man so behindert sein, hä? 55% Resistance Leader, macht doch gleich 100%, hä? Kill! Oh, nicht einmal irgendwie. Na gut, aber Garo könnte killen. Nein, Theo. Erster Skill. Jo. Stun. Crit. Nicht genug Damage. Stun oder du bist tot, Turner. Stun den Panda. Pop Endure. Raccoon. WTF. Revenge Stun. Also Revenge Proc oder was? Nein, oder? Na gut. Feuer war eine Enttäuschung. Naja, was soll's. Also gut, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis am Abend dann oder so.